Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zurück. Jetzt sind wir schon sozusagen zwar eine Minute ein bisschen zu spät, aber ich denke, das können wir trotzdem jetzt auch wieder kompensieren. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Dr. Anniken vom Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport und Geschäftsführer der Stiftung Goldkrämer. Ja, ich will gar nicht viele Worte verlieren. Wir haben gerade bei den Paralympics gesehen, was Menschen mit Behinderungen leisten können und welche tollen Ergebnisse sie erzielen können. Und deswegen übergebe ich gleich an Herrn Dr. Anniken. Ja, vielen Dank, Herr Barth. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich das Thema Assistenz im Alltag mit Ihnen jetzt bearbeiten kann und Ihnen vorstellen kann und dort einen kleinen Spezialbereich vielleicht, aber an dem man sehr, sehr viele Dinge, die in den sehr wichtigen und tollen Vorträgen im Vorfeld meines Vortrags von den beiden Referenten auch schon gehört hat, die man hier sicherlich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennt und vor allen Dingen in die Anwendung bringen kann für den Bereich Bewegung und Sport. Ein ganz wichtiger und zentraler Bereich für die Teilhabe, wenn es um das Thema Freizeit geht. Was habe ich mit Ihnen vor in den nächsten 20 Minuten? Es geht natürlich darum, einmal einzuordnen, warum brauchen wir eigentlich Assistenz im Sport? Vielleicht ein bisschen banal, aber gar nicht so banal am Ende. Und dann aber, was braucht es an Assistenz im Sport? Wir haben dort selber Studien durchgeführt und in Erfahrung bringen können, was es für Menschen mit Behinderungen für Assistenzbedarfe gibt, insbesondere im Sport, wo die Schwerpunkte liegen, aber auch was auf der anderen Seite bekannt ist in den unterschiedlichen Bereichen im Sportsystem, aber auch in der Eingliederungshilfe, wo kann man welche Assistenzformen, wie zum Beispiel, was wir heute gehört haben, über das persönliche Budget und andere Formen nutzen. Also was ist bekannt und dann das zum Schluss im Bereich der Diskussion eine erfolgreiche Umsetzung auch nochmal darzustellen. Zur Ausgangslage. Warum brauchen wir eigentlich überhaupt, insbesondere im Bereich Bewegung und Sport, Assistenz? Und da reden wir sicherlich weniger über den paralympischen Sportler, sondern insbesondere über Menschen, die im Bereich ihrer körperlichen oder kognitiven oder sinnesbezogenen Fähigkeiten eine Beeinträchtigung vorweisen. Und ich habe meine ganz grundlegende Grafik mitgebracht, die einfach nochmal aufzeigt. Die kommt aus dem aktuellen Anfang des Jahres veröffentlichten Teilhabebericht der Bundesregierung und der ist sehr wichtig an der Stelle, in diesem Fall, weil er aufzeigt im Rahmen einer repräsentativen Befragung, wie sieht es eigentlich mit der sportlichen Aktivität, das heißt, wie häufig treiben Menschen mit einer Beeinträchtigung, mit einer anerkannten Schwerbehinderung regelmäßig Sport. Und Sie sehen auf dieser Chart die Unterscheidung zwischen jede Woche, jeden Monat, selten oder nie. Und wenn Sie in die obere Chart reingehen, sehen Sie 10% plus 55% machen insgesamt 65% der Menschen mit Beeinträchtigungen, die selten oder nie körperlich oder sportlich aktiv sind. Sie sehen unten Menschen ohne Beeinträchtigungen, die Zahl 14 plus 32. Da reden wir also über 46% der Menschen ohne Beeinträchtigung, die nicht sportlich aktiv sind, die selten oder nie sportlich aktiv sind. Und Sie sehen dort, 20% ungefähr der Menschen mit Beeinträchtigung sind weniger regelmäßig aktiv im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung. Dieses korreliert dann auch noch, und da sind wir immer näher am Thema auch, warum brauchen wir das Thema Assistenz im Bereich Bewegung und Sport, wenn wir über das Thema Ausprägung, Grad der Beeinträchtigung und die Frage, dass eben Menschen mit einer starken körperlichen, motorischen, kognitiven oder Sinnesbeeinträchtigung nochmals seltener regelmäßig sportliche Aktivitäten ausüben können. Und eben, Sie sehen das hier, in 38% der Fälle nur regelmäßig sportlich aktiv sind. Das ist nochmal wichtig vorweg zu geben, wenn es eben darum geht, warum wir Assistenz im Sport brauchen. Es geht schlichtweg darum, so wie Herr Böcker auch eingangs heute schon gesagt hat, dass wir die Assistenz als zentrales Element für die Teilhabe brauchen und benötigen für Menschen, die auf diese Assistenz angewiesen sind. Und
Nochmal übergreifend, bevor ich zum Konkreten der Assistenz komme. Warum ist das so, dass Menschen mit Behinderung nicht am Sport teilhaben können? Da gibt es vielfältige Aspekte, wie zum Beispiel, dass es nicht die passenden oder ausreichenden Angebote gibt, dass häufig das Angebot zu weit entfernt ist. Die Mobilität spielt an dieser Stelle häufig auch eine große Barriere dar. Es sind Probleme der Informationsvermittlung, was man denn eigentlich mit welcher Beeinträchtigung auch an Sport unternehmen kann. Und das ist gerade für Menschen mit einer sehr stark ausgeprägten Beeinträchtigung schwierig, weil dort natürlich das Sportsystem eher über die klassischen Ansätze kommt. Auf der anderen Seite gibt es eben aber eigentlich auch genügend Angebote für Menschen mit einer sehr stark ausgeprägten Beeinträchtigung. Die Frage ist, wo kann ich sportlich aktiv sein, ist ebenfalls eine hohe Barriere. Aber, und deswegen hier auch eben abgesetzt unten, vielfach und ganz häufig wird eben auch angemerkt, dass die Assistenz der Grund ist, also die fehlende Assistenz, warum jemand nicht an einem Sportangebot teilnehmen kann. Und da haben wir Erkenntnisse sowohl aus Befragungen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, aber auch von Menschen mit Sehschädigungen, die an dieser Stelle die fehlende Assistenz als einen ganz, ganz wichtigen Barrierefaktor leider identifiziert haben. Und dadurch wird deutlich, dass wir eigentlich die vorhandenen, auch eingangs ja schon dargestellten, gesetzlichen Rahmenbedingungen viel stärker ausnutzen müssen. Ich möchte aber noch mal ein kleines Beispiel bringen, warum auch einfach aus Selbstverständlichkeit oder auch aus emotionalen Aspekten für mich das Thema Assistenz auch im Sport gebraucht wird. Weil schlichtweg, und da sind wir in der UN-Behindertenrechtskonvention, da sind wir eigentlich auch im Grundgesetz, da sind wir im neuen Bundesteilhabegesetz, weil jeder das schlichtweg das Recht darauf hat, die Dinge in der Freizeit auszuüben, die er auch gerne ausüben möchte. Und Sie sehen hier eine Gruppe von Menschen, das sieht man nicht auf den ersten Blick, aber der erfahrene Betrachter kann vielleicht sehen, das sind Menschen mit Sehschädigung und eben auch Gehörlosigkeit, taubblinde Menschen, die im Rahmen eines Projektes, was die Gold-Kremer-Stiftung gemeinsam mit der Kempkin-Stiftung und der Stiftung Taubblind einige Jahre auf den Weg gebracht hat. Und in diesem Zusammenhang, wie Sie sich vorstellen können, brauchen taubblinde Menschen natürlich, um, Sie sehen den abgesenkten Basketballkorb, die Seile, die zum Basketballkorb hinführen, aber Sie sehen auch jeden Sporttreibenden mit einer persönlichen Assistenz. Es braucht Unterstützung und Begleitung, damit taubblinde Menschen an dieser Stelle eben auch Sport treiben. Und ich möchte dieses Beispiel, wo als sehender und hörender Mensch auch für mich anfangs, als wir darüber nachgedacht haben, ob wir so ein Projekt gemeinsam eben mit den taubblinden Menschen auf den Weg bringen, musste ich auch lernen, ja, das ist möglich, wenn die entsprechende Assistenz bereitgestellt wird. Über welchen Assistenzbegriff müssen wir hier sprechen? Und ich möchte weniger jetzt das Gesetz zitieren, sondern ich möchte nochmal von einem etwas, natürlich auf Basis des Gesetz existierenden Verständnisses nochmal ausführen. Und wir haben im Rahmen eines Projektes, gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege, in den vergangenen Jahren eben das Thema Assistenz im Sport auch untersuchen dürfen. Und wir haben dort ein sehr weites Verständnis von Assistenz angesetzt. Ich möchte es mal einmal zitieren. Unter Assistenz wird vorliegend eine Person verstanden, die Menschen mit sogenanntem Hilfebedarf in ihrer individuellen Situation unterstützt. Also ich definiere, wie zum Beispiel, ich brauche eine Assistenz im Schulumfeld oder eben im Sportverein, eine Person, die in diesem Fall in einem Sportangebot assistiert. Dazu ist es zunächst nachrangig, ob es sich um eine qualifizierte Fachkraft handelt oder ob es eine kompensatorische Assistenz ist. Vielmehr ist es als inhaltlich übergeordnete persönliche Unterstützung zu sehen. Und wie Sie alle wissen, ist dieses Thema Qualifizierung versus Kompensation im Moment gerade in der Umsetzung des seit 2020 geltenden Bundesteilhabegesetzes im Bereich Anspruch auf Assistenz auch im Zuge der Umsetzung jetzt
eine viel diskutierte Frage, welche Leistung ist eigentlich als qualifiziert und welche Leistung ist eigentlich als kompensatorische Assistenz zu sehen. Und ich denke, dass dort in der nächsten Zeit und in den nächsten Monaten auch viel Dynamik sich entfalten wird. Aber auch die Unterstützung auf dem Weg zum Sportangebot bis hin zu den pflegerischen und pädagogischen Inhalten während, vor oder nach einem Sportangebot sind im Bereich Sport als Assistenz zu definieren und zu berücksichtigen. So. Wir haben in diesem Zusammenhang in dem gleichen Projekt auch Befragungen gemacht. Sie sehen hier eben rund um das Thema, was braucht es an Assistenz im Sport, vor dem Hintergrund dieses breiten Assistenzbegriffes, eben auch Menschen, die Angebote organisieren und strukturieren, befragt. Wir haben viele Menschen mit Beeinträchtigungen gefragt in diesem Kontext, aber ich möchte hier mal einmal diejenigen, die das organisieren und Angebote strukturieren müssen. In NRW haben wir 215 Antworten von Trainerinnen, aber auch von Funktionären in Vereinen und Verbänden, aber auch von Mitarbeiterinnen in der Eingliederungshilfe und aber eben auch aus der Selbsthilfe bekommen. Auf die Frage hin, was braucht es, wenn es um das Thema Sportangebot geht, für Menschen mit Behinderungen, hier Menschen mit erwachsene Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen für Assistenzleistungen im Sport. Und am häufigsten, Entschuldigung, dachte, da wäre ein Kreis um die 34,4% bei der Antwort aufsuchen und verlassen eines Sportangebotes. Das heißt, Sie erinnern sich an die eingangs gezeigten Barrieren zum Thema Sport. Das Hinkommen zum Sport oder wieder Wegkommen zum Sport ist gerade für erwachsene Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ein großes Problem. Und hier sind wir gerade natürlich in diesem Bereich der individuellen Erbringung von Assistenzleistungen oder aber auch den Poolen in der Frage, wenn eine Person alleine beispielsweise aus einer besonderen Wohnform oder im Kontext Werkstatt ein externes Angebot wahrnehmen möchte, benötigen wir eben auch individuelle Begleitung, Wegeassistenz in diesem Fall. Aber eben auch in ein Fünftel der Fälle das Thema An-, Um- und Auskleiden beim Sport. Das Thema Zurechtfinden in der Gruppe. Im Sinne auch einer abnehmenden Hilfe haben wir festgestellt, dass es gut ist, wenn Menschen, die diese Begleitung zunächst mal benötigen, dass das nicht bedeutet, dass das dann immer ist, wenn das Sportangebot wahrgenommen wird und sich etabliert hat, sondern wenn die Abläufe bekannt sind, wenn das Drumherum bekannt wird, die Routine entstanden ist, dass dann auch wieder die Assistenz runtergefahren wird. Die Orientierung vor Ort, vielfach eine ganz wichtige, und das wissen Sie alle aus Ihrem Alltag, wichtige Thematik, um, wenn die Routine noch nicht da ist, Assistenz zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite möchte ich noch mal an dieser Stelle auch einen Hinweis darauf geben, in dem Projekt haben wir auch gefragt, was wissen Sie eigentlich über die Welt der Assistenz, sage ich mal so. Und das System der Eingliederungshilfe kennt natürlich die unterschiedlichsten Modelle. Die persönliche Assistenz, die 1-zu-1-Assistenz im ambulanten betreuten Wohnen beispielsweise, die Gruppenassistenz im stationären Bereich, aber eben auch das Thema Arbeitsassistenz und Urlaubsassistenz, das waren die häufigst genannten Dinge. Das heißt, es ist eigentlich bekannt, welche unterschiedlichsten Modelle es gibt im Bereich der Förderung von Teilhabe in Freizeit und Sport in diesem Fall. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch die sogenannte Sportwelt, also Verbände, Trainer, Funktionäre von Vereinen und Verbänden gefragt. Und denen war auch sehr wohl bekannt, dass es Fahrdienste gibt, dass es aber auch Tandem-Systeme gibt, Beiläuferinnen im Sport, dass es eine informelle Unterstützung zum Beispiel durch andere Sportlerinnen im ehrenamtlichen Bereich geben kann. Es gibt Ausbildungssysteme, Sportgruppenhelferinnen. Es gibt eine 1-zu-1-Assistenz, wie Sie sagten, qualifizierte Fachkraft, nicht qualifizierte Fachkraft. Es gibt die Gebärdensprachdolmetscher. All diese Dinge sind eigentlich bekannt und wir haben in diesem Projekt aber eigentlich dann wieder festgestellt, dass obwohl dem einen oder anderen und relativ vielen sehr wohl bekannt ist, dass es
Möglichkeiten der Begleitung und der Assistenz und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen gibt, auf der anderen Seite aber dann gerade für die Sportwelt oder die Anbieterseite das große Problem besteht, wo bekomme ich denn an dieser Stelle möglicherweise, wenn ich jemanden habe, der eine Unterstützung benötigt, im System entsprechende Möglichkeiten, Ansprechpartner, Finanzierungshinweise, wie ich das möglicherweise unterstützen kann. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor ich gleich zu einer Art Fazit komme und gerne auch mit Ihnen in den Austausch über den Chat treten würde, noch mal deutlich machen, dass dieses Gemeinsame von Eingliederungshilfe und Sportanbieterseite zusammenwachsen muss und hier riesige Potenziale bestehen, entsprechende Ansatzpunkte, das Gemeinsame der unterschiedlichen Systeme zu finden. Mein Fazit ist vor dem Hintergrund der Ausführung, dass wir im Bereich der gesetzlichen Rahmenbedingungen diese wirklich voll ausschöpfen müssen und sollten und auf der anderen Seite aber ganz klar klären, wer denn eigentlich zuständig in der Organisation von Assistenz ist. Weil, und das ist eben auch im Rahmen dieser Befragung vielfach rausgekommen, ich habe das schon angedeutet, die Anbieterseite weiß nicht so wirklich, wo bekomme ich denn diese Ressourcen der anderen Systeme eigentlich her. Und wir haben insbesondere im Eingangsreferat von Herrn Böcke heute gehört, für einen Großteil der Menschen, die Assistenzbedarf haben, gibt es eben Möglichkeiten, auch Ressourcen finanzieller und personeller Art entsprechend zu erhalten. Das heißt, das System Rehabilitation und Eingliederungshilfe müssen näher an die Bereiche, die Angebote im Bereich Freizeit und in diesem Fall Sport machen, kommen. Ich möchte auf den Aspekt informelle und ehrenamtliche Assistenz kurz eingehen, weil natürlich schnell gesagt wird, ja, liebe Vereine, ihr könnt ja vielleicht auch so ein ehrenamtliches System aufbauen, eine Begleitung für diejenigen, die vielleicht rund um ein Sportangebot oder noch einen weiteren Übungsleiter in der Gruppe etablieren und unterstützen. Das können einige Vereine leisten, das können einige Anbieter leisten. Es gibt aber im Grunde genommen wirklich die Herausforderung, dies nicht selbstverständlich vorauszusetzen. Also das heißt, wenn ich einen Menschen mit Behinderung oder einen Mensch mit Behinderung den Wunsch äußert und das auch möglicherweise in der Teilhabeplanung, in Hilfeplanung verankert wird, dass dies eben nicht von der Anbieterseite quasi verantwortet werden kann, sondern dort wirklich das System der Eingliederungshilfe oder aber auch der Rehabilitation entsprechend zur Verfügung stehen sollte und die Assistenz mit organisiert und im Idealfall auch mit zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, um auch dann wiederum die Sportwelt zu überzeugen, ja, wir konzipieren und machen auch Angebote für Menschen mit einer starken Beeinträchtigung, mit hohem Unterstützungsbedarf. Weil, so ehrlich müssen wir auch sein, gerade die Menschen, das hatte ich eingangs auch mit Zahlen unterlegt, gerade die Menschen, die eine starke Beeinträchtigung und eine ausgeprägte Beeinträchtigung haben, sind vielfach diejenigen, die vielleicht mal reinschnuppern können, die dann aber nicht nachhaltig in einem Sportangebot verankert werden können. Und da rede ich nicht nur über die Vereinswelt, sondern da rede ich über alle Angebote genereller Art im Bereich Bewegung und Sport. Dann, ich hatte es eingangs gesagt, der Informationsfluss, was kann ich wo, wie, auch mit meinen eigenen Interessen, mit einer erforderlichen Wahlmöglichkeit im Bereich des Sports eigentlich machen und welche Möglichkeiten dann eben auch die Assistenzmodelle zur Verfügung stellen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element. Herr Bücker, die EU-ITB sind an dieser Stelle aus meiner Sicht ein Knackpunkt und ein ganz, ganz wichtiger Katalysator für eine systematische Vermittlung eben auch in Freizeit- und Sportangebote, wo sich entsprechende Player austauschen können und Informationen erhalten. Und an dieser Stelle
gibt es sicherlich noch zu wenig systematische Informationsangebote, aber wir selber haben im Rahmen des von der Stiftung Wohlfahrtspflege geförderten Projekts eine Publikation und auch eine Handlungsempfehlung Assistenz in Bewegung und Sport 2018 rausgebracht. 2018, Sie können sich denken, dort ist noch nicht die Umsetzung des aktuell geltenden Bundesteilhabegesetzgebung verarbeitet worden, aber ganz, ganz wichtige und zentrale Erkenntnisse nochmal auch aus meinem Beitrag von heute ausführlicher dargestellt. Und derzeit ist im Rahmen der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation ein in Kooperation mit den EUTBs entstandenes Informationspapier zu Möglichkeiten von Bewegung und Sport, unter anderem eben auch zur Möglichkeit der Finanzierung und der Organisation von Assistenz im Sport auf dem Weg. Und insofern danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Arnigen. Aktuell haben wir jetzt zwar noch keine Fragen im Chat, aber ich finde, das also kann das einerseits nur unterstützen, was Sie jetzt auch gesagt haben, und finde das auch ein super Abschluss noch für unsere bisherigen Vorträge, weil man gesehen hat, dass Assistenzleistungen sehr, sehr vielfältig sind, dass wir noch echten Nachholbedarf haben, diese auch wirklich wahrzunehmen und wirklich an die Betroffenen zu bringen, dass das noch nicht so bekannt ist, wie wir uns das eigentlich wünschen würden, und mit dieser Veranstaltung vielleicht dann auch einen Schritt machen, um das noch bekannter zu machen. Und ich glaube, Herr Böcker ist da natürlich auch ein Schlüssel, einerseits als Berater für die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, und wie er auch schon dargestellt hat, kommt da eben auch das persönliche Budget dann nochmal besonders zum Tragen, weil ich dadurch gegebenenfalls eben auch die Möglichkeit habe, nochmal verschiedene Sportrichtungen vielleicht auszuprobieren, um dann erstmal das zu finden, was dann das Richtige für mich ist und was mir tatsächlich dann auch weiterhelfen kann. Wenn Sie sonst auch noch Fragen zu den Vorvorträgen haben, dann gerne auch jetzt nochmal in den Chat reinstellen. Dann werden wir da noch die Gelegenheit nutzen, die noch zu beantworten. Wir haben jetzt noch einen Zeitpuffer, und insofern, ja, seien Sie da ganz offen, können Sie fragen, was Sie wollen. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, unsere Experten hier zu nutzen. Ansonsten haben Sie natürlich auch die Chance, dann ja die Unterlagen nochmal einzusehen, den Vortrag, und sich da auch nochmal nachhaltig zu informieren. Herr Diers, gibt es von Ihrer Seite noch Ergänzungen, Fragen? Ja, jetzt kommt doch noch was. Aber zumindest, also es ist keine Frage, aber ein großes Dankeschön an alle Referenten für die Vorträge. War sehr interessant, und ja, herzliche Grüße. Ich, aus datenschutzrechtlichen Gründen, sage ich jetzt nicht, von wem konkret, aber ich denke, das ist ein tolles Feedback, auch wenn es jetzt keine Frage ist. Gibt es denn auch Untersuchungen oder Daten, welche Sportarten jetzt besonders prädestiniert sind? Oder kann man da sagen, das ist so ein breites Band, dass man da gar keine Sportarten herauspicken kann, die jetzt für Menschen mit Behinderungen besonders geeignet wären? Also danke für die Frage. Das ist nämlich im Grunde genommen, es gibt keinen Unterschied zu der allgemeinen Bevölkerung. Also das, was generell im Sport gewünscht ist, deckt sich mit den Wünschen auch der Menschen ohne Beeinträchtigung. Und insofern nochmal der Auftrag auch, weil deutlich weniger Menschen mit Beeinträchtigung im Sport sind, der Wille, Sport zu treiben, ist genauso verbreitet wie in der Gesamtbevölkerung. Was man sagen kann und muss, dass natürlich gewisse Sportarten gerade bei einer ausgeprägten körperlichen oder sensorischen oder aber auch kognitiven Beeinträchtigung eignen sich natürlich eher für den Einstieg. Also ich sollte dann vielleicht nicht direkt mit dem Rollstuhlbasketball einsteigen, wenn ich noch nicht in der Lage bin, möglicherweise mit meinem Rollstuhl im Bereich der Mobilität mich selbstständig gut fortzubewegen. Oder natürlich sind für einen Menschen, der im Alltag auf einen Elektrorollstuhl angewiesen ist,
gibt es geeignete Sportarten, gibt es aber natürlich eben gewisse Sportarten, die sich nicht so eignen. Aber für jede, auch für diese Zielgruppe, gibt es Angebote im Hallensport, im allgemeinen Sport, um das Thema Bewegung und Aktivität zu fördern. Und insofern einfach vor die Tür gehen, versuchen eben das rauszufinden, wozu man Lust hat. Und wenn man eben dazu die entsprechende Assistenz benötigt, dann gilt es, und da bin ich bei meinen Vorrednern, insbesondere auch Herrn Dees, dass man eben gucken muss, was dort individuell erforderlich ist. Und dann muss man in dem System schauen, wie man durch diese individuelle Assistenz erschaffen kann, dass eine Teilhabe gelingt. Und da ist der Sport natürlich sehr gut in der Lage, Dinge auch runterzubrechen. Na, also wir müssen ja nicht gleich über die Paralympischen Spiele nachdenken, wenn wir in den Sport einsteigen. Das kann man sich dann vornehmen, muss man aber auch nicht. Aber erstmal ganz locker, Hauptsache bewegen. Ja, vielen Dank nochmal auch für dieses Statement. Ich kann das aus meiner beruflichen Tätigkeit wirklich absolut unterstützen, da ich natürlich auch viele Klienten habe, die vom Sporttreiben profitieren. Das geht natürlich einerseits über die körperlichen Verbesserungen oder auch das Abmildern der Einschränkungen als Folge von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten, aber auch natürlich der psychische Effekt, den Sporttreiben hat. Das Zugehörigkeitsgefühl bei Mannschaftssportarten, dass die Klienten einfach sehr, sehr breit gefächert davon profitieren können. Und insofern, ja, hoffe ich, dass wir jetzt auch noch mal eine Anregung gesetzt haben, dass Sie jetzt auch gleich loslegen wollen und was probieren wollen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren drei Referenten und bei Ihnen natürlich, dass Sie unsere Veranstaltung besucht haben. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß weiterhin beim BGW-Forum und denke, dass das eine sehr gelungene Veranstaltung ist, auch wenn wir es diesmal nicht in Präsenz durchführen konnten. Aber ich denke, Sie kriegen die Inhalte und Informationen, die wichtig sind, und das ist der Fokus bei diesem BGW-Forum 2021. Vielen Dank, und das war es dann aus unserem Plenum 11. Assistenz und Alltag. Auf Wiedersehen.